So, dann herzlich willkommen zu Deep Silver präsentiert Lost Horizon. Jo, sieht doch schön aus. Hier so ein altes Lichtspielhaus. Schön. Hier haben wir auch. Kann man ein Spiel laden. Sehr schön. Heute Optionen. Jetzt haben wir hier Credits. Wir haben uns später. Cinema ist alles da. Aber wir fangen an. Oh, jetzt hat es beendet. Wir fangen an mit einem neuen Spiel. Auf geht's. Kembalungtal. Oha. Ja, gleich richtig dort, los hier, wa? Dort hinüber. Wohin jetzt, Richard? Die Geheimtür ist nicht mehr weit. Beeil dich, verdammt, die sind gleich da. Die geheime Geheimtür? Halt uns den Rücken frei. Wir haben es gleich geschafft. Hat's nicht geschafft. Ich bedauere den Verlust deiner Kameraden. Was wollen diese Mistkerle hier? Sie suchen diese Kammer. Wie? Warum das denn? Hier ist doch nichts. Ganz im Gegenteil. Hier ist alles. Wir befinden uns vor einer Pforte, hinter der sich der größte Schatz der Menschheit verbirgt. Wovon reden Sie? Wir behüten in diesem Kloster ein jahrhundertealtes Geheimnis, für dessen Offenbarung die Welt noch nicht reif ist. Ich erzähle dir das, weil du in wenigen Augenblicken der letzte Mensch bist, der verhindern kann, dass der Schlüssel zu diesem Geheimnis in die Hände dieser Barbaren gerät. Okay. Das ist es. Ja, danke. Das ist ein Schlüssel. Aha. Irgendwann werden sie diese Kammer finden und die Tür aufbrechen. Dann darf er nicht mehr hier sein. Nimm ihn an dich. Okay. Benutze ihn. Und bring ihn auf die andere Seite. Dann wirst du alles verstehen. Das will ich schwer hoffen. So. Oh, dramatischer Abgang. Er ist tot. Gut, ging ja gleich richtig los. Dann, meine Einheit wollte die Mönche beschützen. Nun bin ich als Einziger noch am Leben und habe keine Ahnung, wer uns eigentlich angegriffen hat. Und vor allem warum? Der Mönch sprach von einem uralten Geheimnis, einem gewaltigen Schatz, der sich hier in dieser Kammer verbergen soll. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund für den Überfall. Wie auch immer, ich muss einen Weg hier raussuchen und die britische Regierung über diesen Angriff informieren. Okay, gut, damit wäre auch geklärt, dass wir Briten sind, wer es an der Uniform nicht erkannt hat. Gut, also, herzlich willkommen bei Lost Horizon. Ging ja gleich ordentlich los. Von wegen, hier wird erstmal langsam angefangen. Direkt in die Action. Und ich begrüße alle lieben Zuschauer. Nein, heute kein World of Warships. Heute Adventure. Hier, Lost Horizon. Da ist der Mönch. Gut. Das ist das Artefakt, was er uns gegeben hat. Dann schauen wir uns mal. Ja. Er und seine Brüder haben ihr Leben geopfert, um dieses merkwürdige Schlüsselartefakt zu beschützen. Angeblich soll sich in dieser Kammer ein uraltes Geheimnis verbergen. Der Mönch sprach von einem gewaltigen Schatz. Das erklärt vielleicht den Überfall auf das Kloster und das skrupellose Vorgehen der Angreifer. Tür, gehen wir doch raus.
Selbst wenn ich wüsste, wie ich sie öffnen kann, so, würde ich meine Finger davon lassen. Draußen sind immer noch diese Kerle, die das Kloster überfallen haben. Ich muss einen anderen Ausweg suchen und der Regierung von diesem Angriff berichten. Ja, das hast du schon gesagt. Da haben wir uns ja schon... Da sind wir ja reingekommen. Da wäre ja Blödsinn, wenn ich da wieder rausgehe. Schriftzeichen. In diesem Raum befinden sich lauter merkwürdige Schriftzeichen. Ja. Leider habe ich keine Ahnung, was diese bedeuten könnten. Was haben wir denn hier? Wenn ich hier so mit Doppelklick oder wie läuft... Ah, er läuft auch. Oh, schön. Geil, schönes Detail. Hier, wenn er über die Bodenplatte, klingt das nach Metall. Mal gucken, hier. So. Schön, mag ich sehr. Ein Relief, das einen gewundenen Drachen darstellt. Soweit ich weiß, sind Drachen in der asiatischen Mythologie oft Hüter von Türen und Toren. Die sagen einem nie, was der Schatz ist, schreibt Bierchen. Genau, blöde Heimlichtuerei, finde ich auch, ne? Der Schatz und so. Come in and find out. Können wir da drücken? Nein. Vielleicht verbirgt sich hinter dem Relief ja die mysteriöse Pforte, von der der Mönch gesprochen hat. Aber wie soll ich sie öffnen? Boxen? Ja, genau. Einfach mal drücken. Schön. Auch nicht. Okay. Keine Chance. Ich sehe keine Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Wenn es überhaupt ein Tor ist. Naja. Stehle. Na, was wird das wohl sein, ne? Sie lässt sich nicht bewegen. Außer einer Vertiefung hier oben sehe ich nichts Besonderes an der Stele. Da ist eine Vertiefung drin. Was könnte man denn machen? So, also, nehmen wir das Artefakt. Das Artefakt scheint genau in eine Öffnung auf der Stele zu passen. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was ich damit auslöse, aber nach den Worten des Mönchs ist das der einzige Ausweg. Ich hoffe, er hatte damit recht. Ich auch. Jetzt seht ihr oben links, deswegen ist meine Kamera rechts oben, weil links oben wird immer eingeblendet, was man wohl abgibt und neue Gegenstände braucht. Oh, spooky! Who you gonna call? Ghostbusters! Lade Daten. Okay. Einige Stunden später. Ja? Nun, Leutnant, wie weit sind Sie? Der Widerstand wurde vollständig gebrochen. Das Kloster befindet sich unter unserer Kontrolle. Und die Kammer? Haben wir noch nicht gefunden. Es muss einen versteckten Zugang geben, durch den der Mönch und der Tommy verschwunden sind. Jedenfalls behauptet, dass da, der wo die Leiche davor liegt. Hat er mittlerweile Alter, auch erzählt, was seine Einheit hier wollte? Ja, wir haben ihn sehr schnell zum Reden gebracht. Sie sollten diese Region erkunden. Sein Leutnant hat dafür angeblich handgefertigte Karten eines Kartografen aus Hongkong benutzt, der diese Region schon vor Jahren bereist hatte. Sieh an, der Zufall spielt eine manchmal sonderbare Streiche. Diesmal haben wir die Situation noch unter Kontrolle bekommen. Aber ich möchte nicht, dass unsere Operation ein weiteres Mal gestört wird. Wir werden die Patrouillen weiter ausdehnen. Außerdem habe ich eine Überwachung des Luftraums durch unsere Jäger veranlasst. Oha. Sie sind ein Offizier, Sie vertrauen der Abwehr. Ich hingegen bin Wissenschaftlerin und baue auf Prävention. Schicken Sie sofort jemanden nach Hongkong, der diesen Kartografen aus dem Verkehr zieht und seine Aufzeichnungen vernichtet. Bezahlen Sie gegebenenfalls irgendeine Bande vor Ort, die sich um die Drecksarbeit kümmert. Hauptsache, wir schaffen dieses Problem aus der Welt. Wir müssen alles Nötige tun, dass nicht nochmal jemand hier auftaucht und uns dazwischenfunkt. Diese Mission ist zu wichtig. Und wir stehen kurz vor dem Ziel, Leutnant. Die Zukunft des Dritten Reichs liegt in Ihren und meinen Händen. Hongkong, eine Woche später. Deep Silver Presents. Oh, die Musik ist schön. Oh, der Seemann. Oh, der hat Schlagseide. Lost Horizon. Story by Claudia Kern and Marco Zeugner. Der Jan Schneider war auch dabei. Martin Meyer, Michael, Sie. Olga, Christian, Stefan, Tirill, Tom und Linklader.
destiny. Last for eternity. Sei ein Moin, Handel, hi! Directed by Marco. Und? Der Laden läuft? Kann nicht klagen. Und bei dir? Fliegst du immer noch Fracht, von der du lieber die Finger lassen solltest? Hm? Tja, leider lässt sich mit Ehrlichkeit zurzeit kein Geld verdienen. Und ich muss schließlich meine Miete zahlen. Außerdem macht's Spaß, den Typen ein paar Marktanteile wegzuschnappen. Fenton. Dummerweise verstehen die aber keinen Spaß, wenn sich jemand in ihre Geschäfte einmischt. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Um so kleine Fische kümmern die sich doch gar nicht. Ach ja? Gestern Abend waren zwei von denen hier und haben nach dir gefragt. Ja und? Soll ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen? Wir doch nicht. Fenton, du bist mein bester Kunde und deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Ja. Sei verdammt vorsichtig, sonst liegst du schneller auf dem Grund des Hafenbeckens, als ich rumsagen kann. Chen, du klingst wie das Kindermädchen, das ich nie hatte. Nein, ich klinge wie jemand, der weiß, wovon er spricht. Hat man dir bei der Armee nicht beigebracht, dass du deine Feinde niemals unterschätzen solltest? Ja, so ein Zug. Feinde? Jetzt übertreib mal nicht. Ich gehe in die nächste Zeit einfach aus dem Weg, dann glätten sich die Wogen auch wieder. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Keiner legt sich ungestraft mit der Tong-Triade an. Vergiss das Schmuggeln und such dir was anderes, das Spaß macht. Schon gut. Ich werde vorsichtig sein, okay? Okay, gut. Also sind wir hier Schmuggler, hier Harrison Ford für Arme, oder was? Apropos Spaß. Ihr habt eine neue Sängerin? Ja, aber mit der wirst du ebenfalls keinen Spaß haben. Wieso? Die steht nämlich nicht auf Typen wie dich. Vielleicht steht sie auch gar nicht auf Typen. Ach so, landen konnte nämlich noch keiner bei ihr. Chen, wie du weißt, sind schwierige Landungen meine Spezialität. Wenn du es schaffst, dass sie dir ihre Zimmernummer gibt, spendiere ich dir meinen besten Whisky. Hol schon mal die Flasche aus dem Keller. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Ja, am mangelnden Selbstbewusstsein leidet er ja nicht. Das wäre doch gelacht. In spätestens 2 Minuten bekomme ich nicht nur eine Verabredung mit der aufregendsten Frau Hongkongs, sondern auch noch eine Flasche exzellenten Whisky. Das Leben kann so schön sein. Okay. So. Wow, sie sehen atemberaubend aus in diesem Kleid. Ihr Song hat mir den Tag gerettet. Muss ich die jetzt... Okay, cool. Ja, hier, komm, mach mal ein bisschen. Ihr wunderbarer Song hat mir den Tag versüßt. Darf ich mich dafür mit einem Drink bedanken? Netter Versuch, aber ich trinke nicht, danke. Du trinkst nicht, okay. Warum steht hier eine Flasche? Ist das grün, Absinth oder was? Das soll ich einer Frau nie widersprechen. Wow, sie sehen armbrauten aus in diesem Kleid. Ja, mach mal, komm, wow. Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen oder die Verpackung nichts ohne den Inhalt ist. Sie sehen jedenfalls atemberaubend aus. Ich nehme es als Kompliment, auch wenn es ein zweifelhaftes ist. Oh Gott! Komm, das kannst du besser! Eieieiei, ich wollte nicht indiskret sein. Oh mein Gott. Ich wollte nicht indiskret sein, aber ich denke, wir sollten uns besser kennenlernen. Das ist auch nicht schlecht hier. Herzlich willkommen bei Dating Manager 2.0. Sie singen fantastisch. Komm, machen wir noch ein Kompliment. Das lag nicht in meiner Absicht. Ja. Verzeihen Sie mir bitte. Ja. Es ist allerdings unzweifelhaft, dass Sie fantastisch singen. Ich weiß. Dafür werde ich auch bezahlt. Sie entschuldigen mich bitte. Wow. Oh. Die Kleine ist aber wirklich mal eine echte Herausforderung. Nun, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte keineswegs aufdringlich scheinen. Aber ich will Whisky gewinnen. Überwältigt von Ihrem Anblick habe ich mich vielleicht etwas tölpelhaft ausgedrückt. Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Lassen Sie uns einfach noch mal ganz von vorn beginnen. Warum muss ich das jetzt schaffen? Kahel, moin. Beim Flirten eingerostet. Ja, gut, ich muss es ja nicht mehr. Also, warte mal, was habe ich jetzt gemacht? Ihr Song hat mir den Tag gerettet. Ihr wunderbarer Song hat mir den... Ja. Netter das war ja wohl richtig. Aber ich trinke nicht. So, dann haben wir ein Kompliment über das Kleid gemacht, ne? Oh. Wow. Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen... Ich nehme es als Kompliment. Gut. Ja, dann nehmen wir doch die andere Variation. Ich denke, wir sollten uns besser kennenlernen, ne? Ich wollte nicht indiskret sein, aber die Frage steht im Raum. Ja. Um sie zu beantworten... müssen wir uns wohl näher kennenlernen.
Oh, und entschuldigen Sie meine Neugier. Aber ist das in Ihrem Haar eine Tulpe oder eine Rose? Wohl eher eine Lilie. Blumen haben Sie demnach noch nie verschenkt. Sehr schön. Ich lerne aber gern dazu. Klären Sie mich auf. Sollte ich? Ich dachte, Frauen mögen lieber Steine. Natürlich. Edelsteine, Diamantensteine, Rubinsteine, wertvolle Steine. Sehr, sehr wertvolle Steine. Sollte ich? Ich dachte, Frauen bevorzugen Steine. Sie tragen doch auch welche an ihrem entzückenden Handgelenk. Ein Geschenk von einem Verehrer? Vielleicht. Mal abgecheckt, ja? Oh, wie ist das mit dem aufregenden Inhalt ihres Kleides? Alter, das ist ja beides total aufdringlich. Ne? Aufdringlicher Inhalt ihres Kleides oder... Oh, hallo, Zimmernummer. Ja, komm, wir gehen all in. Zimmernummer, komm. Baby. Würden Sie mir jetzt vielleicht Ihre Zimmernummer geben, damit ich nach Ihrem letzten Auftritt mal vorbeischauen kann? Schade, schade. Sie hatten sich so gut geschlagen und mich fast überzeugt. Doch dann diese plumpe Frage. Ja. Halten Sie mich etwa für ein Flittchen? Versuchen Sie Ihr Glück bei einer anderen. Entschuldigen Sie mich bitte. Fenton, dann eben Fenton. Nicht. Das war nicht gerade eine Meisterleistung unwiderstehlicher Verführungsskünste. Egal, ja. Wer mich verschmäht, hat mich nicht verdient. Richtig, so sieht's aus. Na. Kannst du wahrscheinlich gar nicht abschleppen, na. Oh. Mist. Die beiden Kerle gehören zur Tong-Triade. Offensichtlich hatte Shen recht. Die suchen tatsächlich nach mir. Sie müssen herausgefunden haben, dass ich ihnen die letzten Aufträge weggeschnappt habe. Mit einem könnte ich's ja noch aufnehmen. Aber zwei von denen sind mir doch ein Nimmerchen zu groß. Und bei meinem Pech wartet draußen auch noch Verstärkung. Meiner Gesundheit zuliebe, sollte ich mich nicht von ihnen erwischen lassen und hier möglichst schnell ungesehen verschwinden. Okay, gut. Also die Dame wollte nicht recht. Was haben wir hier? Mutong, Triadenschläger, Haupteingang, hier sind Gäste, da ist... Oh, hier, amerikanische, wahrscheinlich, Segner. Flasche, Wokschlüssel, was haben wir denn hier? Brieftasche, Feuerzeug. So, dann nehmen wir mal die Flasche. Warte mal. In der Flasche scheint noch etwas drin zu sein. Okay. Ich denke, die wird niemand vermissen. Nö. Okay, gut. Das heißt, jetzt haben wir eine Flasche. Ja, es ist Absinth. Natürlich. Das sieht doch eigentlich mit den Absinth. Okay. Ich kipp das Zeug in die Schüssel. Okay, Absinth ist jetzt weg. Leere Absinthflasche, wir haben Korken. Naja, also ich meine, es ist... Die Auswahlmöglichkeiten sind noch relativ... Der so, Maitre also. Empfiehlt Feuer à la carte. Genau, Feuer à la carte. Der schießt mit HE, Jungs. Der schießt mit HE. Sehr gut. Und jetzt schubsen wir den Servierwagen auf den und knüppeln den dann um, oder was? Okay. Egal. Okay, der brennende Wagen wird sicher für genug Tumult sorgen, damit ich von hier verschwinden kann. Richtig. Ablenkungsmanöver. Sehr gut. Oder einfach auf. Ja, oder so. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Hinterausgang. Sehr clever. Sackgasse, Paddock. Oh. Oh, Mist. Habt ihr heute alle Ausgang? Ja, ihr sollt euch dreimal überlegen, ob ihr mit mir anlegen wollt. Komm her. Ich bin nicht der Druide, den ihr sucht. Hinter euch, ein dreiköpfiger Drache. Jetzt hält mir jetzt mal ein. Ich nehme mal das hier, weil das total blödsinnig und klischeehaft ist. Achtung, hinter euch. Meine Antwort spielt doch sowieso keine Rolle. Ihr mischt mich ja doch auf, oder? Helles Kerlchen. Diesmal hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Hätte ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen müssen. Wach auf, Paddock. Oh. Du verpasst sonst deinen allerletzten Flug. Schon mal eine Wasserlandung gemacht? Ich lass mit Wasser kenne ich mich aus. Lass mich erstmal raus hier. Du willst es nicht kapieren, oder? Doch, doch, ich hab's kapiert. Das mit der Geschäftsarbeit war wohl keine so gute Idee. In der Tat. Aber unsere Geduld ist jetzt am Ende. Du hättest dich aus unseren Geschäften heraushalten sollen, aber du wolltest die gut gemeinten Warnungen ja nicht ernst nehmen. Hey, Jungs. Lasst uns das doch in aller Ruhe besprechen. Genau, wir können drüber reden. Ich jetzt doch nicht mehr in die Quere, einverstanden? Zu spät, Paddock. Und wieder bewahrheitet sich ein altes chinesisches Sprichwort. Okay. Ein Geschäft eröffnen ist leicht,
Schwer ist es, es geöffnet zu halten. Aber wir wollen nicht herzlos sein. Oh, danke. Wir gewähren dir zwar keinen letzten Wunsch, aber du darfst Schade. Die Art deines Todes wählen. Na super. Willst du lieber ersticken oder ertrinken? Du musst Wieder dich noch? Nicht sofort entscheiden, Paddock. Okay. Ich will dir das mal erklären. Danke, ja. Eigentlich ist dein kleines U-Boot hier absolut wasserdicht. Das ist Wenn gut. wir dich also gleich ins Hafenbecken werfen, kommt kein Tröpfchen Wasser hinein. Du hast dann noch für ungefähr 15 Minuten Luft zum Atmen. Eine quälend lange Zeit, wenn man auf den Tod wartet. Angst und Panik werden im Todeskampf deiner einzigen Begleiter sein. So etwas wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. Darum haben wir für dich ein Loch in den Deckel gebohrt. Du wirst erstmal instinktiv das Loch mit deiner Hand zuhalten. Ja. Aber tust du das nicht, kannst du dein Leiden dramatisch verkürzen. Lass das Wasser rein und du hast es in 1-2 Minuten überstanden. Nein. Oh, danke uns nicht, alter Freund. Ich finde, das sind wir dir schuldig. Finde ich auch. Gute Reise, alter Freund. Ihr macht uns keinen Ärger mehr. Also, ersticken oder ertrinken? Das fängt gut an. Dame hätte man erobern können. Okay, vielleicht hätte ich die letzte Frage anders... Oder die letzte Schöner Mist. Fenton, wenn du aus diesem Schlamassel wieder rauskommen willst, solltest du anfangen nachzudenken. Dann denken wir mal nach. Okay, gut, was haben wir denn? Wir haben Brieftasche, Feuerzeug, die Absinthflasche und den Korb. Loch. Ah, okay, da hält er die Hand dran. Das ist das Feuerzeug. Teer, Scharnier. Was ist er? Deckel. Loch. Dann... Warte mal, wenn ich jetzt das Feuerzeug... Warte mal... Ja klar, logisch, das Feuerzeug mit dem Teer, ne? So. Schmilzt das. Weicher Teer, genau. Jetzt halten wir den Korb. Ich leg das Feuerzeug mal kurz aus der Hand. Okay, gut. Schön. Es hat geklappt. Der zähflüssige Teer klebt nun am Korken. Gut. Okay, jetzt den Korken ins Loch und dann haben wir... Naja, gut. Luft haben Perfekt. Wir dann immer noch nicht. Korken und Teer dichten das Loch ab. Okay. Ich kann meine Hand jetzt wegnehmen. Ja, das kannst du mit deiner Hand... Schon. Ist da sonst noch was? Nee, das geht wohl nicht. Das ist ein Scharnier. Die Tonks haben anscheinend eine alte Tür als Deckel für diese Kiste verwendet. Ja, dann einfach aufmachen, oder? Mal sehen, ob ich daran was Brauchbares finden kann. Ah, man kann. Ah, schön. Also mit Rechtsklick Das Feuerzeug habe ich seit meiner Militärzeit. Kann man Die Absinthflasche ist leer. Schade, so ein kleiner Absacker. Wir haben Münzen. Lächerliche 3 Hongkong-Dollar und 45 Cent. Damit kann ich mich wohl kaum aus diesem Schlamassel rauskaufen. Ich liebe vorgefertigte Antworten, wenn man sich eine Sache anschaut, weil es passt so gar nicht. Ne? Oh, warte mal. Wenn wir die Münzen mit den Okay, Scharnieren. Das müsste klappen. Will ich mal schwer hoffen. Also, dann zeig mal, was du kannst. Ah, okay. Gut, dass wir Kleingeld hatten. Sehr gut. Jetzt haben wir ein Eisenband. Gut. So, lass mich raten. Eisenband hier mit dem Deckel benutzen und dann... Freedom. Wenn ich das Eisenband in die Fuge zwischen Deckel und Kiste ja. bekomme, kann ich die Kiste vielleicht aufstemmen. Versuchen wir es. Das geht übrigens auch bei, die sind Gott sei Dank schon weg. Bei Fahrzeugen, ne? Wenn die, ist ja immer ein Film, wenn Fahrzeuge im Wasser sind. Und die Leute Was machen die Tür Glück. Auf. Die Typen sind schon abgezogen. Normalerweise würde ich auf diesen Schreck ja erstmal bei Shen einen heben. Aber erstens sollte ich mich in nächster Zeit nicht mehr in der Nähe des Triadenviertels sehen lassen. Und zweitens muss ich raus aus diesen nassen Klamotten. Also, ab nach Hause. Gut, gehen wir nach Hause. Das Einzige ist, man muss erst...
Der Innenraum, der mit Luft gefüllt ist, muss erstmal komplett mit Wasser gefüllt sein. Dann kann man es auch öffnen. Wer bist du denn? Du bist aber kein Eingeborener oder Einheimischer. Mun, Tong? Was fällt dir ein, Fremder? Schon gut. Was wollen Sie von mir? Nun, können wir uns vielleicht irgendwo ungestört unterhalten? Irgendwo, wo es weniger lebhaft ist? Wir haben hier nichts zu befürchten. Das ist unser Viertel. Wenn Sie etwas zu sagen haben, raus damit. Falls nicht, verschwinden Sie. Also schön. Ich brauche Männer, die für mich etwas erledigen. Diskret und effektiv. Bei dem Mantel meine hätte ich ja drauf kommen können. Zufolge können Sie mir diesbezüglich weiterhelfen. Interessant. Ob ich das wirklich kann, weiß ich allerdings erst, wenn Sie mir verraten, worum es sich handelt. Meine Auftraggeber suchen einen Mann, der angeblich hier in Hongkong lebt. Er hat etwas in seinem Besitz, das meine Auftraggeber gerne haben möchten. Und wer sind Ihre Auftraggeber? Das ist nicht von Bedeutung. Spüren Sie die Person auf und besorgen Sie das, worauf es meine Auftraggeber abgesehen haben. Tja, in Hongkong leben sehr viele Leute und ich kann mir vorstellen, dass einige davon etwas besitzen, das andere gern haben wollen. Wenn Sie den Auftrag annehmen, bekommen Sie selbstverständlich konkrete Informationen. Dafür müssen Sie aber ein hübsches Sümmchen springen lassen. Ach, macht nichts. Geld spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber verfügen über entsprechende Mittel. Wichtig ist nur, dass der Auftrag zu unserer Zufriedenheit... Wir zahlen den Reichsmark, Dann sind wir wohl im Geschäft.